doch voll abgebounced. Da. Sind wir jetzt auf dem Highway oder was ist das? Endlich in The Dust angekommen, nee. Was? Du warst nee. Stundenlang nicht am Echo. Hatte schon Angst. Way ist hier gar nichts mehr. Aber das wolltest du nicht. Also, juhu. Und so. Direkt müssen wir rein. Ich wollte eigentlich genau das wollte ich machen. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen. Hey, das war super. Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen. Nun. Nix. Sehr sympathisch, die Frau. Ja. Dann quatschen wir nochmal mit dir. Ellie. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübschen. Ja. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, was? Du wirst die Bloodshots garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich mitsamt Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Naja, ich habe ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmotzen. Zartenblut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Ja, dann machen wir das doch. Wir haben und noch wir eine Quest so, hier. Ich würde sagen, bei ihm auch noch die Sidequest hier annehmen. Ich könnte es dir sagen, aber dann müsst ihr... Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Copter-Trupp geschmissen und jetzt feiern sie mit einer Runde Psychokopf-Volleyball. Klau ihnen die Bälle und verbrenn ihr Netz. Oh, richtig. Okay, pass auf. Keine gute Quest, oder? Oh, doch. Pass auf, ich fahr die mal kurz. Trust me. This once. Just this once. Und dir den Banditenzierat von den Wracks holen. Und ärgere dich nicht, wenn sie fluchen. Macht dann nur noch mehr Spaß. Oh, und halt dich fest. Wie denn? Kommst gut klar mit meiner Schwester, was? Cool. Solltest du dich allerdings über ihr Aussehen lustig machen, dann so. Ich dich an den Automaten und fackel dich ab. Wir dürfen mal Party machen. Ja, aber cool, cool, dass ihr euch versteht. Ne, aber cool, cool, dass ihr euch versteht. So. Jeder muss sterben. Ja, hier, das ist das Camp von für die Sidequest. Und das ist halt der beste Weg, um da reinzukommen. Hast du nicht mal gesagt, du heilst? Ja, wenn ich die, wenn wir die Leute im Facelock töten. Also die Fliegenden. Ah. Da musst du mir das mal sagen. Lass uns mal gucken. Es gibt immer noch etwas zu lernen. I guess, ich könnte hier erstmal reinskillen, lieber. Dann kann ich dich heilen, indem ich auf dich schieße. Toll. Dann schnapp ich meine Infinity und dann habe ich... Oh ja. Dann gehe ich aber am nächsten Level rein. So, hier. Jetzt musst du geheilt werden. Jo. Ja, ein bisschen. Schnapp dir einfach das Zeug. Du hast ich hab einen Ball gefunden. Wenn du nachdenkst, bist du tot. Ja. Richtig so. Heilung. Wo? Hinter dir, Weiner. Ah, was, wie, wo, hä? Zelle.
Helis! Helis! What the fuck? Was hast du? Hast du schon wieder G gedrückt? Nein. Nein. Nein! Hätte ich mich auch? Nein. Hätte ich nicht G gedrückt. Das habe ich gebraucht. Hätte mittlere Maustaste. Hast du mittlere Maustaste gedrückt? Ja. Oh ja. Da ist einer abgestürzt. Ich muss unbedingt dran denken, wir das nächste Mal in Sanctuary sind, Munitionsupgrades zu kaufen. Ja. Das ist die Hölle. What the fuck war das dann? Bye bye. Ego, bye bye. He absolutely going bye bye. Irgendwo war hier auch nochmal eine Kiste. Ja, hier bei mir. Nee, was für eine Kiste suchst du? Da ist eine Waffenkiste. Eine Dahl-Waffenkiste. Blaue Pistole, grüne Pistolen. Interessiert mich überhaupt nicht. Yikers. Was spielen wir auch noch? Nee. Ich habe einen Goliath den Kopf abgeschossen. Töte ihn nicht. Ist ein Goliath? Ja, okay. Das ist ein Goliath. Lass mal die mal ein bisschen laufen hier, ne? Badass Goliath. Da vor dir, vor Jela, dir, vor dir. Jela, komm, Schnucki. Nee, der kommt wieder zu mir. Kommst du wohl zurück? Ups. Was? Der ist hinter dir. Bist du schon mal mit deinem eigenen Darm erwürgt worden? Nein! Dann wärst du nicht am Leben, ne? Oder wie war das? Wenigsten von uns sind schon mal erwürgt worden. Gewürgt vielleicht, aber ja. Ich sterbe gleich. Oh mein Gott. Nimmst du mich mal auf, ich will dir nichts töten. Ja. Auf der doof. Titanic. Aua! Alter. Ich hab zu spät gecheckt, dass das der scheiß Goliath ist, der hinter mir ist. Komm schon. Ich töte ihn hier gleich. Wir töten ihn doch einfach. Ja, ich würde ihn für den Goliath low lassen. Der Goliath will ja gerade irgendwie nicht. Der. Die Helis sind wieder da. Ja, dann tschüss jetzt. So. Hab wenigstens was Gutes fallen lassen, ne? Nö. Warte mal. Ja. Ne, ich wollte gerade gucken, ob ich den komischen Heli-Dinger mit dem. Warten ist schlecht. Weil hier zwei Helis über mir rumfliegen. Haben wir dann? Ja, wir haben mal ein paar Granaten. Nein, Raketen benutzt. Du hast fast alles. Dreh jetzt nicht durch. So, wo sind die letzten Bälle? Ach ja, hier unten, ne? Ja. Die letzten Bälle.
Was? Großartig! Jetzt tränke ihr Volleyball mit Treibstoff und kauft dir die Vasalle! Goliath kopflos. Du, da bringt nichts, den Goliath kopflos zu schießen, wenn du alle anderen Gegner tötest. Es war nur einer, den ich gerade gekillt habe. Ja, ja, ja. Und der hat auf mich geschossen. So. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Aber du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Hast du eine Feuerwaffe? Ja. Dann habe die Ehre. Du darfst das Volleyballnetz in Brand setzen. Das dürfte sie aufgescheucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitlupen-Volleyball, ihr Arschgesichter. Wow. Ich muss Samen streuen mit Gnoss. Was? Was zum Teufel? Oh, ich hab keine Slime-Bombe nicht mehr. Also, wo waren wir nochmal? Ach, Alter. Kriegst du den? Der Pisser sich da hinter der Wand versteckt. Mein Gott. Ist er jetzt tot? Danke. Ja, ja, aber hinter uns war auch noch einer, deswegen. Ja, ja. Diese Trottel hast du ordentlich eingedost. Kommt zurück! So, jetzt die andere Quest machen. Hier ist eine Schrotflinte für Level 14. Mit Explo. Ach, eine Weiße, oder was? Weiße Waffen. Klar, Necromancer. Nahkampfschaden, nee, danke. Ich dabei. Hier unten können wir uns ein neues Auto holen. Und dann können wir mal ein paar Bandit-Fahrzeuge kaputt machen. Hallo. So! Banditentrucks kaputt machen. Wo haben wir welche? Hier fuhr gerade einer. Da oben. Dann fahren wir da hoch. Komm weg, man kommt nicht da hoch, indem du gegen die Wand fährst. Nee, sag an. Ja, wirktest du, als wüsstest du das nicht. Mal ein. Und der will mich halt nicht farmen lassen, ne? Ey, komm, das war das erste Mal, dass ich so einen Scheiß jetzt gemacht hab. Nee, der war schön, der war schön, doch. Hast du bestimmt noch nie gemacht. Wo kommen wir hier runter? Hier außenrum. Das Gute ist, wir müssen da erstmal nicht. Junge, hängst du hier, Scheiße. Wir müssen da erstmal nicht mehr hin, weil das Ding haben wir direkt auch eingesammelt. Irgendwo, Scheiße. Ja, hier liegt so eine Leiche, die da irgendwie rumsitzt und. Naja, sehr unglückliche Pose. Unangenehme vor allem. To be fair, er ist tot, für ihn wird es nicht ungemütlich. Ich hab die Drohne abgeschossen. Die da mit einem Leben noch rumflog. Entschuldigung. Wir sind zu weit vorgesetzt, den Wagen. Okay. Ich spür was.
Ich treffe ihn nicht so, ne? Okay, da müssen wir drüber fahren, oder? Interessant. Wir können uns auch eine Area weiterfahren noch. Also hier hinter diesem Berg, da müssten dann auch noch welche kommen. Nimmst du den da? Noch einen. Oh, schlechte Idee, dich da so hinzustellen, Kollege. Jawohl. Und der nächste hinter uns. Weiter so. Noch ein paar verkohlte Banditen mehr und du hast ein Gefährt mit ihnen in die Bratschatz. Hast du jetzt bei deinem Banditen gefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird von als fünf. Unbedingt nötig. Ja, dann mach's doch selber, wenn wir nicht schnell genug sind. Wenn es auf dem Weg fahren soll. Meine Güte. Nein, das ist nicht. Immer noch extra Wünsche, die Frau. So, mal das Ding holen und dann zurückfahren. Hast du die Teile? Super! Bring sie her, dann machen wir die Start klar! Was denn? Klar hat der so eine Hitbox, der Gegner. Klar prallen wir einfach komplett ab und fliegen über ihn. Vor allem, er ist nicht tot. Wie war das bei den anderen Viechern? Die haben wir tot gefahren. Ja, es kommt immer auch aufs Level an und so. Und stark die. Geronimo! Oh. Nein. Alter, der hat meinen Wagen gerammt. Okay. Also, wir brauchen den jetzt nicht mehr, ne? Ist mir scheißegal. Okay. Okay, Entschuldigung. Der hat mir meinen Wagen gerammt, der hat mir die Vorfahrt genommen. Und dann hat er auch noch vergessen zu blinken. Und das der auch Bastard. Noch. So, ich gehe mal eben abgeben. Hab ihn. Dich nehme ich jederzeit in mein Geschwader. Geil. Was ist, wenn ich das gar nicht will? Ja, dann nicht, ne? So. Ich hab deine Karre hier fertig. Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Mhm. Okay, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es bloß noch ins Catch-A-Ride-System reinkriegen. Hallo, ich stehe drauf. Wo drauf genau? Nichts. Groovy, jetzt kannst du dir an jedem Catch-A-Ride so ein Banditengefährt besorgen. Schau bald mal wieder rein, Keule. Nein. Kannst du aufhören, meine Kunden in Brand zu setzen? Das schaffe ich schon selber. So, möchtest du lieber eine Kettensäge oder ein Fass haben? Aber ich sitze hinten drauf wahrscheinlich, ne? So. Na, das sieht doch aus wie die Karre von einem Psycho-Killer. Astrein. Ja. Fahr damit zum Bloodshot, Dad. Und dann hupe nochmal, um reinzukommen. Willst du nichts dazu sagen oder so? Okay, ja, ja. Hübsch. Der wendet irgendwie nicht so gut wie der andere. Ja, der ist ein bisschen. Kann ich auch schießen? Schwierig. So, jetzt müssen wir zum Tor zurück. Ja, yeah, will ich ja. Nur der hat mir wieder die Vorfahrt genommen. Weiß er ja. Ach, shit.